Gute BMW Machine Shop hier. Heute ist es endlich soweit. Wir bauen das Tor auf. Wir bekommen ein Sektionaltor, was da drin ist. Damit wir das einbauen können, mussten wir allerdings schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Und zwar mussten wir einen Rahmen bauen. Ich hoffe, das sieht man hier mit dem Gegenlicht. Man sieht es schwer. Hier sieht man es, wir mussten hier aufdoppeln, dass wir eine gewisse Breite hinbekommen, da hier ja die Schienen laufen, hier kommt noch der Motor dran. Und auch oben, ich mache nochmal das Tor zu. So, jetzt sieht man es. Und auch oben mussten wir einen Sturz herstellen, damit dort die ganzen Antriebe und alles, was das Tor benötigt, Platz hat. Und ja, wir sind sehr gespannt, was das so wird. Und ja, ich denke mal, das seht ihr jetzt im Schnelldurchgang, ne? Wir haben das jetzt alles mal ein bisschen ausgepackt, sortiert und müssen uns jetzt hier erstmal zurechtfinden. Es sind doch ein paar viele Teile und irgendwie das mit den Nummern ist auch nicht ganz so eindeutig. Das hier ist eigentlich die Packliste, aber jetzt hier das zu übertragen auf die Bedienungsanleitung ist irgendwie ein bisschen, ja. Also da hätte ich mir auch irgendwie eine schönere Bedienungsanleitung gewünscht, aber ist jetzt so. Mal gucken. Auf jeden Fall ist das hier das ganze Zubehör. Scharniere für unsere Schlupftür, Sensoren und so weiter. Hier sind die fetten Federn. Hier ist der Motor und sonstige Antriebszeug. Wie hier unsere Leere, damit werden die Schienen ausgerichtet. Und dann haben wir hier unsere Schienen, einmal die gehen hoch und dann die laufen dann an der Decke entlang. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden und dann geht es sehr wahrscheinlich mit denen hier los. Die werden dann hier links und rechts montiert. Also wir haben hier das da und auf der Seite hier. Auf der Seite haben wir extra mehr Platz lassen müssen, da wir den extra Platz für den Motor brauchen. Wir haben einmal eine Schlupftour mitbestellt und wir haben einen elektrischen Antrieb mitbestellt. Und der baut natürlich ein bisschen auf an der Seite. Das heißt, da brauchen wir dementsprechend ein bisschen Platz. Genau. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up.
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless.
replace the pain. It's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. So, das Tor ist fertig drin und wir sind echt mega happy mit dem Ergebnis. Es ist einfach ein tierischer Unterschied zu vorher. Jetzt kann es draußen schneien, stürmen, regnen, egal. Man merkt hier drin halt einfach nichts mehr davon. Ich bin immer müde. Ja. Du hast mich abgelenkt, Kaya. Du hast mich abgelenkt. Ja, wie gesagt, wir sind mega happy mit dem Ergebnis. Wir müssen wahrscheinlich an einigen Stellen noch ein bisschen feinjustieren, das Tor. Aber prinzipiell ist das jetzt fertig. Wir haben hier unser automatischer Öffner. Hier oben ist ein Elektromotor, damit wird das dann automatisch geöffnet. Wir haben aber hier natürlich auch noch unsere Nothandkette. Wenn das mal nicht funktionieren sollte, dann kann man es damit auch noch öffnen. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben es jetzt hier halt wirklich dicht. Wir hatten bisher jetzt noch nie Probleme mit irgendwie Rost. Das war ja eigentlich der Hauptzweck, warum wir das hier alles gemacht haben, dass wir das hier drin ein bisschen dichter bekommen. Dass wenn es draußen, also wenn es so Wetterumschwünge gibt, wo jetzt die Maschinen zum Beispiel noch kalt sind, draußen die Luft ist ultra warm, bringt Feuchtigkeit mit. Dann kondensiert nämlich die warme Luft an den Maschinen und dann würde das hier sofort anfangen zu rosten. Und ja, null Probleme bis jetzt damit gehabt. Und wir hatten schon zum Teil extreme Wetterverhältnisse, wo es drüben auf der anderen Seite, da zum Beispiel die Alufelgen oder generell Felgen, die drüben lagen, da war eine richtige Wasserschicht drauf und hier drin gar nichts. Und das war unser Ziel und das wurde auch erreicht und ja, es ist absolut klasse. Es ist wirklich absolut klasse, wir sind mega happy. Kleiner Nachteil, jetzt ist das hier dicht und wenn wir jetzt hier drin schmeißen, dann stinkt das ganz schön, da die Luft natürlich nicht mehr abziehen kann. Vorher war das Tor ja, das hatte Zentimeter Spalte überall, hier hat es immer durchgepfiffen, da ist der Rauch vom Schweißen immer direkt abgezogen. Jetzt müssen wir uns halt eine Schweißabsaugung zulegen, aber damit können wir leben. Definitiv. Ja. Genau. Hier einfach zack. Dann fährt das nach oben. Wir haben natürlich die Lampen auch so gewählt, dass wenn es an der obersten Position ist, dass die Lampen durch die Fenster scheinen. Ja, ich halte das jetzt einfach hier mal an. Und jetzt kann man es wieder runterlassen. Auch das mit der Schlupftür, das ist so gut, dass wir das genommen haben. Kommst du mit raus, Kleine? Also, wie gesagt, mega happy aktuell.
Und von außen finde ich, und Maurice auch, dass das einfach nur klasse aussieht. Das ist richtig schön. Und ja, wir haben das ja extra so geplant, dass wir jetzt das Tor hier noch zuschieben können. Das heißt, dann ist die Gesamtoptik von der Scheune hier erhalten. Und ja, das ist soweit das Tor. Ich denke, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kaya, komm. Kleiner Husky, ja? Na komm rein, auf. Wir sind einfach nur happy. Auch das mit den Fenstern sind wir auch froh, dass wir das so gewählt haben. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss zwischen zu und es kommt trotzdem noch Licht rein. Ich war vorher so ein bisschen, okay, sollen wir zwei Fenster nehmen oder doch lieber drei? Und ich finde, das ist eine sehr gute Lösung jetzt geworden. Ja. Hier vorne steht wieder ein Projekt, was ich mir angelacht habe. Ja, da wird es aber dann im nächsten Video wahrscheinlich zu kommen. Es ist ein Gutbrot 2500. Der stand auch schon jetzt ein bisschen, wie man unschwer an dem Mähwerk erkennen kann. Ja, aber dazu dann in dem nächsten Video oder in einem der folgenden Videos. Ich sage hier jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.